Liebe Studierende, ich freue mich sehr, dass Sie sich für das Staatshaftungsrecht interessieren. Die Lehrvideos sind für die Grundvorlesung und das Examensvorbereitungsprogramm an der Bucerius Law School in Hamburg konzipiert worden. Sie mögen aber auch für Leute interessant sein, die nicht an unserer Hochschule studieren. Ihnen möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Hermann Pünder. An der Bucerius Law School bin ich Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Verwaltungswissenschaft und Rechtsvergleichung. Unterstützt werde ich in dieser Videoreihe von Dr. Jens Gerlach, Habilitant an meinem Lehrstuhl, und von Karl Koste, einem meiner wissenschaftlichen Mitarbeiter. Die beiden werden Sie in den nächsten Videos auch vor der Kamera sehen. Technisch umgesetzt werden die Videos durch das Learning Innovation Lab unserer Hochschule das unter anderem von unserem alumni-verein finanziert wird. und bitte erlauben sie, dass ich sie kurz auch noch mit lotti bekannt mache. sie begleitet mich gelegentlich in die hochschule. heute ist sie dabei. die studierenden unserer hochschule kennen lotti ja schon. unter uns, auf dem campus, ist sie ein star. nun etwas technisches. Sie können sich die Videos über die Plattform PlayPosit anschauen. Dann kommt es immer mal wieder zu automatischen Unterbrechungen. Dies schafft die Gelegenheit, eine Norm zu lesen oder über eine Frage nachzudenken. Wenn Sie sich dazu entscheiden, einen eigenen PlayPosit-Account zu erstellen, können wir Ihre Antworten auf Fragen zur Verbesserung der Videoreihe verwenden. Allerdings... Theoretisch sind dann Rückschlüsse auf Ihre Person möglich. Wir versichern Ihnen aber, dass wir Ihnen und Ihren Antworten nicht hinterher spionieren werden. Wenn Ihnen unser Wort nicht genügt, können Sie sich die Videos natürlich auch anschauen, ohne einen Account zu erstellen. Detaillierte Infos über alles das finden die Studierenden unserer Hochschule in der E-Mail, in der wir die Videoreihe vorstellen. Liebe Leute, es ist kaum zu glauben, das Staatshaftungsrecht wird erfahrungsgemäß von vielen vernachlässigt. Das ist ein Fehler, denn das Rechtsgebiet ist besonders examensrelevant. Vor allem in der mündlichen Prüfung müssen Sie mit Fragen rechnen, aber auch in Klausuren kann es vorkommen, dass Sie sich mit dem Staatshaftungsrecht auseinandersetzen müssen. Aber keine Sorgen. Das Staatshaftungsrecht ist zwar nicht unkompliziert, aber auch keine Rocket Science. Und immerhin, mit Ihrem Klick auf diese Videoreihe haben Sie den ersten Schritt unternommen, um die in der Prüfung nicht zu der Gruppe zu zählen, die etwa bei einer Frage zur Amtshaftung oder zu einem Folgenbeseitigungsanspruch ins Straucheln gerät. Eigentlich sind die Videos für eine Wiederholung konzipiert. Nachdem Sie sich den Schoff schon einmal in einer Vorlesung, in den Kleingruppen zur Vorlesung, mit meinem Skript oder auch durch einen Blick in Lehrbücher erarbeitet haben. Sie können diese Videoreihe natürlich aber auch dazu verwenden, um in das Staatshaftungsrecht einzusteigen. Aber Achtung! Eine echte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einzelnen Problemen können die Videos nicht leisten insbesondere ersetzen sie nicht den besuch der lehrveranstaltungen. die videos wären sonst viel zu lang. wir kürzen bewusst ab wenn inhalte über das examensniveau hinausgehen würden oder vertieft in der vorlesung behandelt werden sollten. zuletzt noch ein persönlicher hinweis sollten sie inhaltliche fehler oder ungenauigkeiten bemerken oder mir sonst ein Feedback geben wollen, schreiben Sie mir bitte gerne eine E-Mail an law coolde Auf diese Weise können wir die Videoreihe für den nächsten Jahrgang verbessern. So viel vorab. Jetzt starten wir mit einem Überblick. Sie werden das System des Staatshaftungsrechts kennenlernen. Dieser Einstieg ist übrigens schon ziemlich anspruchsvoll. Ziehen Sie sich also, wie man so sagt, warm an.